Also. Vorsichtig, hä? Ja, 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 ja. Oh. Nein, also sorry, Entschuldigung, aber da ist. Das gehört dazu, das gehört zum Spiel. Eigentlich mag ich keine Golfkleider anlegen, aber ich denke, heute legen wir uns mal schön an dafür. Gut. Ja. Also, wer ist dran? Ich. Du bist dran. Reto, mein Lieber, ich habe die Dexis Appenzell gebracht, um dir meine Lieblingssportart zu zeigen. Ja. Also bitte, also wie geht's? Hey, wir haben früher als Kind Kuhfladen Golfen gemacht. Und das Spiel das funktioniert so. Also, wir haben ein Fähnchen, wir haben einen Schläger und wir haben einen Golfball. Und es geht darum, wir schiessen den Golfball von Kuhfladen zu Kuhfladen. Gut, mach du dich hier parat, ich komme wieder. Ja, der Sepp. Perfekt. Jetzt kommst du hier drauf. Zack. So, perfekt. Oha. Und jetzt, du musst ehrlich den Ball in den nächsten Kuhfladen treffen. Was hast du eigentlich so für eine Beziehung zu Kuhfladen? Hey, ich habe früher als Kind, also Geld verdient, nicht viel Geld verdient, aber mein Vater hatte früher einen Geschäftspartner aus Korea und der hat einmal so. Yeah! Hey, sauber, hä? Wann ist er geflogen? Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, direkt zum nächsten Stock oben drauf. Ja, eben, wir haben früher als Kind haben wir ein bisschen die Rechnung in Kuhfladenzimmer gesammelt und haben sie auf ein Schweizer Kärtchen drauf getan, haben sie draufgeklebt, hinten dran die Schweiz hin und dann haben wir sie im Touristenladen abgegeben und dann haben sie es verkauft. Verkauft? Und so haben wir unser Sackgeld verdient. Ja. Also mit Scheiße hast du Geld gemacht? Ja, theoretisch. Also bitte, du darfst. Ist dein Abschlag? Okay, aber jetzt ist schon. Hä? Du ganz allgemein so ein bisschen, die Appenzeller rein. Und aussen? Ja. Innerrödler. Was ist das für ein Volk? Die Appenzeller? Mhm. Hey, es ist bitte. Ein bodenständiges und auch sehr kreatives Volk, hätte ich gesagt. Ja. Nein, also du musst kreativ. Du musst ein bisschen näher anstehen. Da. Aus dem Weg, ja. Genau. Bitte. Gut. Also die Appenzeller sind ja vor allem auch sehr kreativ, wenn es sehr kreativ. Ums Geld verdienen geht, oder? Ist, kann man das so sagen? Hey, schon, oder? Nicht nur selbst. Also, weißt, es ist eine Mischung zwischen Kreativität und Spiritualität beim Appenzeller, oder? Schon. Und man sagt immer, sie sind so konservativ, aber das ist etwas, ich finde, sie sind sehr, wie sagt man, kulturtreu, oder? Ist eine schöne, ich finde es eine schöne Mischung zwischen Tradition und Welt offen zu sein, ja. Also, jetzt dort. Bitte, gell? Heia! Ui! Schöne! So, gut. Also meine steht, ich sehe meinen. Yes. Die Frage ist jetzt, wo ist dein Ball? Meine ist da hinten gespickt irgendwo. Marius, manchmal stelle ich mir ja die Frage bei so Leuten wie dir. Yes. Wenn du nicht gerade Musik machst, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Hey, ich habe viele verschiedene Projekte. So zum Beispiel, ja, das sagen immer alle. Aber ich habe viele Projekte. Ja, zum Beispiel ein Projekt, das heisst Riser. Ja. Riser. Und da geht es darum, halt, junge Künstler zu fördern und halt mit denen Songwriting-Sessions zu machen. Und die kommen immer zu mir, einmal neues Studio. Und nachher, je nachdem, wenn etwas passiert, wenn ein Song kommt und so, dann nehme ich es nachher mit auf Tour und dann tun ich sie eigentlich als Support-Act präsentieren und dann kommen sie mit mir auf Tour. Also seit dem September bist du ja jetzt auch auf Live-Tournee wieder. Yes, yes. Und für die, die jetzt das vielleicht noch nicht gesehen haben, was könnt ihr bei dir so ein bisschen erwarten? Hey, das, was ich an der Musik liebe, pure Emotionen und ein Kälberfest. Und ich glaube, ein grosses Team von mir oder von unserem Projekt, das wir zusammen haben, von Marius Bär, ist halt immer, es ist sehr, auf der einen Seite sehr emotional, auf der anderen Seite kannst du lachen, bringe immer ein bisschen blöde Sprüche. Und die andere Seite ist es auch immer ein mega Fest. Ja. Und ich glaube, das ist so die Mischung, wieso dass meine Leute auch immer wieder kommen und dass sich wirklich langsam eine Community aufgebaut hat. Das ist schon schön. Und es ist halt einfach eben, ich tue es immer so betiteln, ich bin der Host und sie sind meine Hotelgäste. Oder? Und so finde ich, glaube ich, so tue ich meine Leute auch aufs Konzert einladen. Ja. Also eigentlich müsste man ja jetzt sagen, also du würdest genau da rein, du schaffst es jetzt, oder?
Und das Ziel ist, dass wir jetzt hier wieder reintreffen und dann bestimmen wir den nächsten Kuhfladen und dann spielen wir von dem Kuhfladen auf den nächsten. Ja, das ist perfekt. Bitte. Ja. Aber jetzt musst du den noch versenken. Ich versenke mich noch. Ja, das ist super. Gross. Oh, ja. Also jetzt wäre gut, wenn ich treffen will. He? Ja, ja. Uff. Bam! Nein, schau mal. Perfekt. Jetzt, ich kann noch schnell, dann machen wir einen neuen Abstoß. Gut, jetzt. Jetzt. Ja. Achtung. Hey! Good job! Marius, was ist eigentlich, wenn du könntest, wählen, was ist so ein dein Traum in deinem Leben, was du möchtest machen? Vielleicht auch hier oben. Hey, ich möchte mir bis zum Schluss von meinem Leben Musik machen. Und natürlich eben an so einem wunderbaren Platz können leben. Weißt du, und dort in die Schweiz rum. Rumdüsen, meine Konzerte machen. Und Landit ist vielleicht schon etwas, das dann vielleicht irgendwann noch mal kommen, ich weiß es nicht. Aber ich habe sehr Freude an Tieren, ich bin aufgewachsen mit vielen Tieren. Also du könntest dir schon vorstellen, da oben dann auch so ein bisschen... Ja, Kombination. Ich brauche einfach immer Musik in meinem Leben. Das ist etwas, das immer... Aber es gibt ganz... Ich meine, heutzutage, weißt du, wir können ja wild denken und sagen, hey, jetzt machen wir einen Bauernhof, wo man Musik macht, wo man... Wo man Gastronomie hat, wo man die Leute zusammenholt, wo einfach wieder mal ein poetischer Ort. So etwas wäre mega schön, ja. Natur und Tier macht ganz viel dazu. Aber das könntest du wirklich perfekt realisieren, oder? Das wäre doch. Das wäre hure schön, ja. Und tut das manchmal weh bei dir innen? Weiß es nicht und ich weiß auch nicht, ob das so sagen, aber wenn das vielleicht dann nicht mehr alle können so miterleben, was du vielleicht irgendwann da zu Appenzell in Ordnung beist hast. Ich rede jetzt von deiner Familie, die das nicht mehr alle sehen, zum Beispiel dein Papi. Ja, manchmal denke ich mir natürlich schon noch dran, am Vater. Der ist jetzt ein Jahr her, als er gestorben ist. Und das ist schon ein Thema, wo ich vor allem versuche, musikalisch zu verarbeiten. Ich bin an diesen Songs dran, aber das ist etwas, das muss natürlich aus mir rauskommen. Und da brauchst du manchmal so Plätze, wo du dann einfach so... Da brauchst du manchmal Ruhe. Weil manchmal in einer Stadt, oder wenn ich wieder zu London bin, dann ist wieder sehr viel los. Und dann hast du Songwriting-Sessions, schreibst Songs mit Freunden, verschiedenen Leuten. Und eigentlich, wie sagt man, der Kern muss irgendwie da entstehen. Und dann muss man nachher wieder ins Getümmel rein und dort geht dann Kreativität weiter. Weißt du, was ich aber schön finde an deiner Geschichte? Schlussendlich, du bist dann gleich überall gewesen, bist aus Appenzell gekommen und der Kreis, der schließt sich am Schluss wieder. Ja, irgendwie schon, aber das macht er, glaube ich, in vielen Leben. Weil für mich ist so, ich brauche immer beides. Ich brauche auf die eine Seite brauche ich den Boden, auf die andere Seite brauche ich auch immer wieder anders. Oder? Dass man auch immer am Zipfel von der Nabel bleibt, das ist mega wichtig. Oder? Müssen wir den Ball suchen? Yes. Ja, bis wir den haben. Wir haben 4 Bälle verspielt, die finden wir schon irgendwo. 4 Bälle. Sorry. Wann hast du denn geschossen? Ja, ich glaube, ich... Also hast du wirklich da hinten geschossen? Das ist eine gute Frage.